Hänsel und Gretel, ein Weihnachtsmärchen. Es war einmal ein Köder-Ehepaar, die lebten nahe beim Walde und hatten zwei Kinder. Einen Jungen, der hieß Hänsel, und ein Mädchen, Gretel. Es ging ihnen sehr schlecht. Und als einmal eine Teuerung über das Land kam, wussten sie nicht mehr, wie sie die Kinder ernähren sollten. Und abends, wenn sie zu Bette gingen, sagte die Frau zu ihrem Mann: Du kamst schon wieder ohne Geld nach Haus. Ich sage dir, Mann, das halte ich nicht aus. Ja, jetzt steht auch noch Weihnachten vor der Tür. Wir haben nichts zu essen. Gib mir Geld, gib es mir. Ich verdiene kein Geld, ich bin ein armer Köhler. Dich zu heiraten, das war mein größter Fehler. Mein Fehler war es, einen Mann zu nehmen, der kein Geld verdient. Man solle sich schämen. Da stehe ich am Herd und habe all die Tage mit deinen Kindern nur Mühe und Plage. Ich will jetzt studieren auf der Universität und selbst das Geld verdienen. Noch ist es nicht zu spät. Fang nicht damit wieder an. Du weißt ganz genau, Kinder kriegen und erziehen ist die Aufgabe der Frau. Soweit kommt es noch, eine Frau, die studiert. Du hast mir zu gehorchen, hast du das kapiert? Ich hatte einen Traum, der war wunderschön. Da musste der Mann in der Küche stehen. Die Frau aber saß als Chefin irgendwo, in einem Unternehmen, als Vorstand im Büro. Sie verdiente das Geld, während ihr Gatte die Hausarbeit und die Kinder hatte. Ja, du kannst ja viel herumfantasieren, aber so etwas wird zum Glück niemals passieren. Ich habe auch geträumt, die Frau hatte dann genau dieselben Rechte wie der Mann. Sind die Kinder noch zu klein, sie allein zu lassen? Ist die Frau dazu da, auf sie aufzupassen? Anders geht es doch nicht. Mutter sein ist des Weibes Pflicht. Ich habe aber geträumt, sind die Kinder noch klein, gibt man sie in ein staatliches Kinderheim. Kita genannt, da werden sie groß. Was? Ich wäre sie dann tagsüber los, könnte Karriere machen und verdiene das Geld. Hm? Das wäre die vollkommen verkehrte Welt. Seit Adam und Eva ist es andersherum. Zum Karriere machen ist die Frau viel zu dumm. Der Mann ist der Jäger und geht auf die Jagd. Die Frau ist die Putzfrau und des Mannes Magd. Ja. Gesucht, ja, so war es bis heute. Aber irgendwann wird das alles mal anders, mein lieber Mann. Da muss sich der Vater gefälligst bequemen, für die Kinder den Vaterschaftsurlaub zu nehmen. Ach was. Die Frau macht weiter ihren Job inzwischen. Der Mann muss den Kindern den Hintern abwischen. Ach was. Muss Breichen kochen, die Flasche geben, in der Sandkiste spielen. Andere Väter erleben, wie sie sich gegenseitig befragen. Wie viel PS hat denn Ihr Kinderwagen? Und ob der Kleine denn schon trocken sei? Ach, ist er nicht goldig? Ei, und dann eilt er nach Hause in sein Heim, in sein Reich, das Abendbrot machen, weil die Mutter kommt gleich. Sie verdient ja die Mäuse. Ja, rede nur immer zu. Zum Glück gibt's die Kirche und die CSU. Und die sorgen dafür, dass hier auf Erden die Frauen nicht immer frecher und frecher werden. Am Ende wollen sie doch in den höchsten Spitzen der Regierung als Verteidigungsministerinnen sitzen. Ja, so wird es mal kommen, das habe ich geträumt. Und zwar alle Macht an die Frauen, ja? Halt den Schnabel, sonst werde ich dich verhauen. Hey, ich habe auch geträumt in den fernen Tagen. Darf der Mann seine Frau nicht mehr schlagen? Und wenn er es tut, kann sie ihn verklagen. Zieh dein Nachthemd aus und gib dich mir hin, weil ich dein Herr und Gebieter bin. Wenn du so auf mich losgehst, wie ich es jetzt sehe, dann heißt das Vergewaltigung in der Ehe. Ach was. Da kriegst du, mein Lieber, das sage ich dir, später mal 10 Jahre Knast dafür. So. Ach, sei doch nicht immer so hart und sag immer nur nein. Ich will auch ganz lieb und ganz zärtlich sein. Du Schmeichler, du. Ist das wirklich dein Wille? Ja. Bedenk mal, es gibt noch nicht mal die Pille. Was denn für ja, eine Pille? Ja, wenn Hänsel und Gretel nicht wären. Aber die können wir doch auch schon nicht ernähren. Hänsel und Gretel, die habe ich noch gar nicht gesehen. Oh, mein lieber Mann, ich muss dir etwas gestehen. Ja, und? Ich habe sie geschickt in den Wald, den Tiefen, wo sie sich ja auch schon einmal drin verliefen. In den Wald geschickt? Ja, hast du vergessen, da gibt's wieder Wölfe. Die werden sie fressen. Und wir liegen hier in den Betten. Steh auf, los, komm mit. Wir müssen sie retten. Ja, aber wir finden sie doch jetzt auch nicht mehr. Und außerdem, Mann, unser Brotschrank ist leer. Ja. Ja, keine Marmelade und nicht mal Knäckebrot. Stell dir mal vor, unsere Kinder sind tot. Ja, das wäre traurig. Aber da wäre auch was Gutes dabei. Was Gutes? Ja, wir wären alleine und sorgenfrei.
Wir müssten nicht mehr jeden Morgen um 6 aufstehen, damit die Biester pünktlich zur Schule gehen. Ach was? Wir hörten sie nicht mehr alle Zeit klagen, ich will solche Schuhe und solche Hosen wie die anderen haben. Ja, 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 ja. Wir müssten uns auch nicht mehr ständig anhören, dass wir doof, out und altmodisch wären. Ja, ist ja gut, aber... Zum Elternabend müssten wir auch nicht mehr gehen. Oh... Ja, das wäre schön. Ja, sind Sie erst gefressen, die blöden Gören? Könnten Sie uns auch bei der Liebe nicht stören? Komm, ich will deine Liebe spüren. Dann will ich mich auch nicht mehr länger zieren. Juhu.